Vielen Dank. In diese Woche ein bisschen unterwegs gewesen im Ruhrgebiet. Schöne Grüße auch von mir. Tatsächlich habe ich am... Auf jeden Fall habe ich... Ich habe... Keine Jobs. Ich stand am Bahnhof in Hamm, irgendwie Mittwochnacht um 2 und da steht neben mir ungelogen Franz Müntefering und fährt Bahn. Und da dachte ich so, boah, Poetry Slam und Politiker machen eigentlich genau dasselbe. Die fahren irgendwie stundenlang durch die Republik, um irgendwo was vorzulesen und dann wird irgendwann abgestimmt und wenn sie Glück haben, kommen sie eine Runde weiter. Ich fühle mich diese Woche ein bisschen so, als sei ich die FDP in diesem ganzen Zirkus. Ist aber egal, denn eigentlich geht es ja ums Schreiben und ich glaube, ich bin der Sarah dankbar dafür, dass sie mit dem Wort angefangen hat, denn mein Text geht auch über das Schreiben an sich und wie das so ist. Und ich hoffe, ich kriege ihn noch auswendig hin, weil er schon so lange her ist. Der heißt Schreibe. Ich beginne zu vergessen, wer ich bin und wer ich war. Sehe heute mein Bild im Spiegel nicht, wie ich es gestern sah. Es verschwimmen alle Ränder, es verschwinden die Konturen. Ich versuche sie zu halten, doch sie gehen mir verloren. Um mir selber dann zu helfen, greife ich zu einem Stift, denn der wirkt auf diesen Zustand wie ein gutes Gegengift. Ich widerschreibe der Gefahr, nicht mehr zu wissen, wer ich bin und deklariere durch die Zeilen, wer ich sein will. Gib mir Sinn, ich schreibe, 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 schreie leise und ich leide. Witzel, kritzel über meine Eigenheiten, ritze, spitze und dann spritzen die Gedanken, die mich jucken und zum Wanken bringen, munter aus mir raus. Ich flüster es leise nur heraus und aus dem Flüstern wird dein Munkeln, das heraustritt aus dem dunklen, tiefen Schatten meines Ichs. So bekomme ich es zu Gesicht. So steht sie vor mir, meine Meinung, meine scheinbar eigene Neigung, schaut mich an und lacht mich aus, fragt, hey, warum schreibst du es nicht raus? So, dazu kann ich mich nicht äußern, nur ein leicht nervöses Räuspern. Schreite weiter dann zur Tat und hol den Schreibeapparat. Ich sitze dann mit ernster Miene so vor meiner Schreibmaschine, befülle sie erst mit Papier. Und dann spiele ich Klavier auf den eingestaubten Tasten. Hör es klappern, klicken, rasten, hör es klappern, klicken, rasten, hör es klappern, klicken, rasten. Und am Ende jeder Zeile macht es Ding. Und dann geht's weiter. Und ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Kann ich reden, kann ich denken, kann ich leben, lass mich lenken von den Wörtern, die jetzt nach und nach das leere Blatt befüllen. Und ich merke, wie sie anfangen, mich gänzlich zu umhüllen. Und ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Kann ich mehr erinnern an den Text, den ich geschrieben habe, als ich dachte, dass ich aufhöre zu sein, wenn ich ihn nicht schreibe. Und ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Und höre ich auf zu schreiben, höre ich auf zu existieren. So muss ich schreiben, tippen, hacken und mich selbst manifestieren. Ding! Mein Papier gibt mir zur Neige, ich schnapp mir meine Tapete. Ratsch! Schneid sie klein und spann sie ein und schreib dann 1000 neue Meter. Ratsch! 1000 Meter voll mit Wörtern, Phrasen, Sätzen und ich hetze, weil ich weiß, bin ich zu langsam, fängt mein Leid wieder von vorn an. Ding! Und ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Will ich mein Leben nicht verpassen, muss ich Schriftliches verfassen. Doch wann immer auch, was immer auch ich schreiben wollte, steht. Ding! Habe ich mich von mir selbst ein Stückchen weiter weggelebt. Ratsch! Ich kann nicht so schnell schreiben, wie ich lebe, und so bleibe ich wohl auch immer ein Stück. Ding! Hinter meinem Ich zurück. Ratsch! Und ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Ich schreibe, weil ich Angst habe, dass ich aufhöre zu sein. Ding! Doch die Wörter, sie verschwimmen, tauchen ab und sie verschwinden. Und in meinem Wörterwehr, ding, erkenne ich mich selbst dann auch nicht mehr. Und die B-U-C-H-Staben fliegen mir dann ins Gesicht. Sie B-I-E-G-N, esse ich selber und dann mich. U-N-D-L-E-R-I-C-H-K-A-N-N nicht mehr. U-N-T-E-R scheiden, was ein Wort ist und was nicht. Ü-B-E-R, all nur Lettern. I-M-N-O-T-O-K. Doch ich schreibe weiter, weil ich A-N-G-S-T-H-A-B. Ratsch, 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 ding, 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 ding. Ratsch, 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 ding.